Servus und hallo, liebe Freunde, Freunde Bernd hier. Wie lang muss eine Orchidee getaucht werden? Das ist eine Frage, die ist gar nicht so unbedeutend, denn eine Orchidee, die will natürlich ausreichend Wasser bekommen. Eine Orchidee, die will auch für längere Zeit, ohne dass sie permanent gegossen wird, es überstehen können. Ich habe euch letztes Jahr gezeigt, dass Orchideen, Phalaenopsis, problemlos 7 Wochen lang, ohne erneut gegossen zu werden, es locker aushalten und sie nehmen auch davon überhaupt gar keinen Schaden. Jetzt haben wir hier so eine Phalaenopsis, die ja eingetaucht ist. Im Grunde, sobald man sieht, dass die Wurzeln sich richtig schön grün gefärbt haben, mit Wasser vollgezogen haben, dann reicht das schon aus. Man liest auch immer mal wieder, dass man darauf achten soll, dass gar keine Luftbläschen mehr aufsteigen und so weiter. Sofort, das ist eigentlich nicht notwendig. Viel wichtiger ist es, dass es viel Wasser ist, das in kurzer Zeit und auch die Wassermenge. Man liest immer, ein Schnapsglas reicht aus. Wenn man das jetzt hochrechnet, was jetzt hier praktisch an der Oberfläche verteilt ist, im Substrat, vorausgesetzt, es ist nicht zersetzt, und an den Wurzeln, dann wird das knapp ein Schnapsglas füllen. Vielleicht bringt es ein bisschen das Schnapsglas zum Überlaufen, aber die Theorie, dass im Prinzip ein Schnapsglas ausreicht, ist gar nicht mal so falsch. Ist diese Orchidee schön gegossen, dann sorgt man dafür, dass auch das überschüssige Wasser ein bisschen abfließen, abtropfen kann. Und dann ist die Pflanze auch schon wieder bereit, dass man sie in den Übertopf stellen kann. Wenn noch ein bisschen Wasser im Topf drin ist, ist das ausreichend. Aber von der Dauer und Zeit, die eine Orchidee im Wasser stehen muss, da reichen 2-3 Minuten aus. Aber es ist mir auch selber schon passiert, dass ich sie einfach vergessen habe und am nächsten oder übernächsten Tag erst gedacht habe, oh Gott, die steht im Wasser. Auch das hat der Pflanze nicht geschadet, denn sie sind es von Natur aus gewohnt, dass es auch mal Tage gibt, wo es richtig viel regnet. Allerdings sind die Pflanzen dann insofern geschützt, dass eigentlich der Spross nach unten hängt und das Wasser abfließen kann und nicht wie bei uns das ganze Wasser im Blattherz stehen kann. Aber das nur so als Nebenbei-Thema für das nächste Video. Wenn ihr weitere Fragen habt zum Thema Phalaenopsis und Gießen, schreibt es gerne hier in die Kommentare. Ansonsten Daumen hoch, Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Video und tschüss.